Willkommen zurück zu Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Beim letzten Mal haben wir die Welt 3 von 1 abgeschlossen. Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall einen Schatz vergessen. Das heißt, wir können nur noch 7 von 8 bekommen. Bevor ich mit den Abenteuer weitermache, hole ich mir die nächste Energieerweiterung. Weil ich habe genug Geld. Und warum sollte ich das dann nicht nutzen? Oder wie seht ihr das? Naja. Jetzt habe ich noch 4000 Zenny. Ich möchte die erstmal sparen und nicht wieder so sinnlos ausgeben für die nächste Erweiterung. Und jetzt starten wir auch schon in Welt 3, 2 von 3. Stufe 3, Welt 2. So hört sich vielleicht besser an und klingt auch logischer. Hoffe ich. Wünsche ich mir. Schon mal ein bisschen Stimme vorbereiten. Hey, ich denke, ich habe gerade eine Explosion gehört. Ich frage mich, was passiert ist. Ein Spalt in der Wand. In der Höhle. Höhle. Aber eines besser. Die Höhle könnte jeden Moment einstürzen. Das ist schlecht. Und wo ist Son Goku? Mit wem laufe ich denn jetzt rum? Ja, okay. Hier scheint alles einzustürzen. Das ist nicht gut. Ich sollte Bulma sofort suchen. Was ist mit Krillin? Bulma? Bulma schön und gut, aber Krillin, der ist sein Freund. Bulma wollte dich nur ausnutzen, ändere dich dann Son Goku. Naja, okay. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, wie ich das sage. Ja, Jackpot. Nein, ich bin doch schon wieder so ein Fail-Typ heute. Das war knapp. Ich habe mich ja schon wieder unten im Wasser planschen sehen. Jetzt kommen von oben auch noch Steine. Ist das so eine Welt, wo ich wegrennen muss? Habe ich hier jetzt echt Zeitdruck? Das wäre ja... Das würde ich nicht so gut finden. Lebensenergie? Nee, nicht Lebensenergie. Ich habe gerade eine Beute mit 1000 Zenny bekommen. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ja, geschafft beim ersten Mal und gar nicht knapp. Gefailt beim ersten Mal und auch nicht knapp. Gefailt beim zweiten Mal. War schon... Knapper. Okay, ich nehme jetzt Anlauf. Dann nehme ich nämlich so und kann rüberspringen. Wunderbar. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Rübergerollt durch die Tür. Und jetzt sind wir wieder in der Höhle. Mal gucken. Zombie-Piraten. Irgendwas? Gegner? Ich brauche ein bisschen Action. Ja, Roboterkampf. Komm doch her, dich mache ich nackig. Naja. Wie kommen die Roboter hier überhaupt rein? Oder die Wölfe? So, mal gucken. Nur ein Roboter, das war's. Bisschen Key, gleich der nächste. Wow. Ich hoffe, hier kriegt man irgendwie noch ein paar bessere Moves, weil wie gesagt, soweit, jetzt bin ich mir sicher, soweit war ich in meinem privaten Spiel nicht. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, was mich hier jetzt ab jetzt erwarten wird. Aber ich hoffe, so ein paar Moves noch dazu zu bekommen, wäre nicht schlecht, weil momentan ist es eigentlich nur A gedrückt und ab und zu mal in irgendeine Richtung. So. Ah, das war nicht so gut. Aber immerhin wurde der komische Wolf damit weggeschleudert. Du bist Geschichte und... Ah, verdammt, weil ich so gierig war und das Fleisch haben wollte. Stirb, du Wolf. Ups, dann springen wir da lang. Ein Elektroroboter. Ja, also bei den Robotern ist es speziell nur A-Gedrückt. Bei allen anderen kann man ja, muss man ja mehr ausweichen. Aber hier, die können ja gar nichts eigentlich. Ist ein bisschen traurig. Stellt euch mal vor, ich hätte den jetzt kaputt gemacht. Hätte ich mich ja wieder mein Leben lang geärgert. Nächster Roboter. Na okay, ich hätte jetzt auch Y drücken können für diesen Angriff. Aber warum? Meine A-Kombo unterbricht den Angriff ja sowieso. Muss ich mir um sowas keinen Kopf machen, wirklich. Und ich bin nicht der Meinung, ich muss das extra machen, um euch das zu zeigen. Das habe ich schon des Öfteren gemacht. Aber nichtsdestotrotz macht mir das Spiel schon viel Spaß. Sonst würde ich es wahrscheinlich gar nicht weiterspielen. Dann hätte ich es eventuell abgebrochen. Oder beziehungsweise ich hätte es gar nicht ausgewählt. Ich möchte ja nur, betonen, aus Zeitmangel habe ich das Spiel nicht durchspielen können. Jetzt hat mich der Stein überrollt. Das hat mich etwas überrascht. Hat mir auch eine schöne Stange Lebensenergie gekostet, aber er kommt nicht wieder.
das so geplant war von den Entwicklern, weiß ja nicht. Das war auf jeden Fall so geplant. Naja, hat mich schon besser angestellt als bei der ersten Schlucht. Ach Gott, jetzt brauche ich dringend Lebensenergie. Verdammt, das werde ich wieder nicht ohne extra noch schaffen. Da drin ist Lebensenergie. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kissen. Sandy, Fleisch, ausweichen. Kamehameha. Großteil der Gegner mit einem Schlag ausgenockt. So, jetzt kann ich das mal benutzen, da es sich auch anbietet. Und hinterher diese Explosion. Damit habe ich den Wolf und den anderen. Den Wolf und den anderen Roboter ausgeschaltet. Ja, das hat sich mal gelohnt. Weiter nach da. Wow. Sehr ehrlich, das war unnötig. Wirkt leicht irritierend. Was haben wir hier? Jetzt muss ich. Ob das so geplant war, wie ich es gerade gemacht habe, ich weiß nicht. Es hat geklappt. Mehr will ich gar nicht. Hier so mal gucken. Okay, das habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber es war nicht ganz so schlecht. So, jetzt habe ich erstmal die bei Nerving ausgelöscht. Und da kommen auch schon drei neue von den Nervigen. Aber ich möchte jetzt für die kein Kamehameha einsetzen, weil. Der Roboter ist da wesentlich nerviger gerade. So, jetzt ist der auch Geschichte. Hä, warum tust du das? Hör drauf. Ich kann nichts machen, ich muss drehen. Ach, toll. So, jetzt konnte ich da noch geringfügig ausweichen. Und jetzt machen wir den hier schnell noch zu Hackfleisch oder zu Altmetall. Keine Lebensenergie, der nächste Treffer tötet mich. Sunny, super. Fleisch, wunderbar. Höhleneingang. Durch da und wieder durch die Höhle. Und der nächste Roboter. Komm her, Icy. Ja, guck, zwei Kommos. Das ist 10er-Treffer. Einfach A drücken. Das ist traurig. Ich weiß jetzt aber allerdings auch nicht mehr, wie das war mit den. Mit der Wii Remote, weil wie gesagt, ich spiele mit dem Classic Controller, weil sich das leichter macht für die Aufnahme. Jetzt hat der doofe Stein mich echt nur eingeholt. So, die sagen nach oben und hier ist ein Eingang. Dann gehe ich durch. Schatz! Key. Ja. Tintenfischbein? Okay. Ich hätte ja gehofft, anstatt Key, dass da ein bisschen Heilung drin ist oder so. Aber nee, nicht sei mir geglückt. Ab nach oben. Und ab nach unten, weil es so schön war. Und das war's. Ich glaub's ja nicht. Spiel beendet. Fortfahren. Und nochmal. Komm, spring da ran. Nein, das glaube ich nicht. Wie gemein ist das denn? Wie soll ich denn da ausweichen? Mehr als den Y-Knopf zu hämmern, kann ich ja auch nicht tun. Okay, das hätte ich anders aussprechen können. Bäume! Warte, ich komme! Ich merke, wenn ich ein Spiel-Let's Play mit mehr als drei Charakteren, dann wird das schon ein bisschen kritisch mit der Aussprache. 3 von 2 gemeistert. Stage 3, Welt 2 gemeistert. So. 6 Minuten 43, 18 Kombo maximal, eine Fortsetzung, 91% Lebensenergie und eine Aran. Dann bekommen wir gleich mal wieder 2500 Zenny, haben wir wieder 9100. Ja. Speichern. Gut, ich würde sagen, ich beende diesen Part mal an dieser Stelle, weil die letzten waren etwas länger. Da kann der ruhig auch mal etwas kürzer sein. Ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht so übel. Ich hoffe, ihr besucht meinen Kanal bald wieder und schaut weiter fleißig zu. Bis dann.